Es gibt unsere Blütenaufstriche, auch in den Sorten Rose, Lavendel und Orangenblüte. Die Blütenaufstriche, also das sind Gelees, die dürfen nur nicht so heißen, weil auf Konfitürenverordnung muss Gelee aus Fruchtsaft gekocht werden. Aber sie haben dadurch einfach auch so ein ganz einzigartiges Aroma. Und wenn Sie sich jetzt so einen frischen Hefezopf vorstellen oder ein Croissant oder ja, was auch immer Sie gerne zum Frühstück mögen, Buttertoast und dann so dünn unsere Blütenaufstriche rauf. Das gibt wirklich nochmal so was ganz anderes, so eine ganz andere Geschmackserfahrung. Und was ich auch ganz spannend finde, Lavendel hat halt diese krautige Note, wenn Sie gerne kochen, vielleicht auch mal einen Braten machen. Ganz zum Schluss ein bisschen darüber streichen. Das gibt einfach auch nochmal so dieses ganz, ganz gewisse Etwa. Oder wenn man gerne Lachs mag mit Sahnemeerrettich, da einfach in den Sahnemeerrettich mal ein Teelöffelchen Rosengelee rühren. Also das gibt dann auch nochmal diese besondere Note. Auch hier gilt, man kann alles ausprobieren und man sollte auch einfach experimentieren.